Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, Frau von Heidenberg. Ist der Chef nicht da? Alexander Saalfeld ist der Chef. Ach, der Junior. Natürlich, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit ein bisschen zickig bin, aber du weißt doch, wie sehr ich mein Baby wünsche. Ich doch auch. Du wirst sehen. Wenn wir ein Kind haben, dann wird einfach alles wunderschön. Anja, hör mal, das muss doch klar sein, dass das keine Lösung ist, Christian rausschmeißen zu lassen. Es ist mir völlig egal, was Christian macht. Er kann von mir aus hier bleiben und Heizungen schrauben, bis er schwarz wird. Gratuliere. Ja. Das ist genau die richtige Einstellung, so meine alte Tanja wieder. Könntest du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ist das jetzt so schwer? Ich glaube, irgendwo in einer Ecke ihres Herzens glaubt sie mir nicht, dass ich sie liebe. Und deswegen will sie das Kind. Als Liebesbeweis. Kind als Liebesbeweis? Ja. Ja, um mich endgültig an sich zu binden. Aber unter diesen Umständen habe ich keine Lust, Vater zu werden. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Versteh mich nicht falsch, ich möchte wirklich gerne Kinder. Mit Katharina, aber nicht so. Nee, nicht wenn du das Gefühl hast, sie sind Mittel zum Zweck. Sie setzt sich irgendwie total unter Druck. Katharina glaubt, dass sie das Kind braucht, um mich an sich zu binden. Warum denn? Du liebst sie doch. Ja, genau das ist der Punkt. Und deswegen sollte man Kinder haben, weil man sich liebt. Ja, und nicht, weil einer von beiden Beweis für diese Liebe braucht. Ich finde es gut, dass du jetzt nicht Hals über Kopf eine Familie gründest. Auch wenn sie dich unter Druck setzt. Danke, Laura. Mhm, wofür? Naja, dafür, dass du da bist. Dass du mir zuhörst und dass du mich verstehst vor allem. Ach, Schluss jetzt. Katharina und ich werden irgendwann Kinder haben und das ist doch das Wichtigste. Katharina, du siehst blass aus. Geht's dir nicht gut? Doch, doch, ist alles in Ordnung. Entschuldigst du mich bitte? Ich sehe doch, dass dich etwas bedrückt. Und in der Regel hilft es, wenn man es ausspricht. Alexander liebt mich nicht. Und wenn er es jemals getan hat, dann ist es jetzt vorbei. Alexander als Vater. Irgendwie schwer vorstellbar. Und dann auch wieder nicht. Er wird bestimmt ein ganz toller Vater. Hoffentlich finde ich auch mal einen, der so... Katharina weiß gar nicht, was sie für ein Glück hat. Klar, er macht es sich und anderen manchmal nicht ganz leicht, aber er übernimmt Verantwortung. Und er ist einfühlsam und liebevoll. Schluss jetzt. Er macht mich demnächst mal zur Tante. Das wird bestimmt ganz wunderbar. Natürlich ist es schön, wenn sich Geschwister gut verstehen. Das weiß ich von mir selber und meinem Bruder. Trotzdem. Manchmal hast du das Gefühl, Alexander und Laura verstehen sich ein wenig zu gut. Ja. Ach, nein. Was unterstelle ich da? Alexander ist anständig und verantwortungsvoll. Und Laura ist seine Schwester. Was macht dir eigentlich am meisten zu schaffen? Dass Alexander zum jetzigen Zeitpunkt keine Kinder will? Ja, jedenfalls nicht mit mir. Aus welchem Grund auch immer. Oder dass er seine Zweifel Laura anvertraut. Um ehrlich zu sein, beides. Im Prinzip läuft das Gleiche raus. Alexander liebt mich nicht wirklich. Nur weil er bei einem so wichtigen Thema zögert. Du sagst selber, er hat ein großes Verantwortungsgefühl. Er will sich eben ganz sicher sein. Wir sind verheiratet.
Wir haben beide unsere Berufe, wir sind finanziell abgesichert. Wie sicher muss man sich denn noch sein? Tja, manchmal hat Unsicherheit auch etwas mit den Gefühlen zu tun. Da gibt's nur eine Lösung. Ich muss herausfinden, was Alexander wirklich für mich empfindet. Der Wahrheit ins Auge zu sehen, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ein mutiger dazu. Selbstverständlich. Auf Wiederhören. Ah, Herr Saalfeld, hatten Sie eine angenehme Reise? Guten Tag. Könnte ich bitte meine Post haben? Ja, natürlich. Bitte sehr. Ah. Habe ich doch richtig gesehen. Frau von Heidenberg. Welch unverhoffte Freude. So unverhofft kann die Freude eigentlich nicht sein. Sie haben mich versetzt, mein Lieber. Oh ja. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte bei Ihrem Firmenjubiläum, aber vielleicht haben Sie es gehört, meine Frau. Ja, natürlich. Mein herzliches Beileid. Danke. Haben Sie sich eine Auszeit genommen? Ja. Das ist klug. Ich weiß auch, als mein Mann starb, da habe ich lange gebraucht, um darüber irgendwie hinwegzukommen. Da verzeihe ich Ihnen glatt. Was verzeihen Sie mir? Sie sind einfach abgereist und haben mich Ihrem Junior überlassen. Ah, ja. Aber keine Sorge, bis jetzt macht er seine Sache sehr gut. Robert ist nicht umsonst Sternekoch. Ich spreche eigentlich von Alexander. Sie können sehr stolz auf Ihren Sohn sein. Ja, Alexander. So eine perfekte Organisation habe ich selten erlebt. Und trotzdem merkt man nicht, dass alles bis ins Kleinste durchgeplant ist. Der Ablauf, der fühlt sich völlig entspannt an. Das gefällt mir. Es freut mich, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Und jetzt sind Sie auch wieder da. Saalfeld Senior und Junior in der Hotelleitung. Da können Sie einander blind vertrauen. Ja, das können wir wohl. Er ist nicht da. Das sehe ich. Wo steckt er denn? Er hat einen auswärtigen Termin. Dauert bestimmt auch noch eine Stunde, bis er wieder da ist. Herr Saalfeld. Entschuldigung, ich hätte mal eine Bitte. Es geht um einen alten Freund von mir, den Franz Hochleitner. Hochleitner? Ist das nicht der Kerl, der in etwa aussieht wie ein Bierfass und auch dieselben Manieren hat? Ja, ich habe schon gehört, wie er sich im Restaurant benommen hat. Wer Quantität mit Qualität verwechselt, der hat im Spitzenrestaurant nicht zu suchen. Sie haben ja recht. Aber tief in seinem Innern ist der Franz eigentlich ein prima Kerl. Mag sein. Trotzdem kommen wir kulinarisch nicht zusammen. Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Sie als Meister Ihres Fachs, Sie müssten doch selbst den letzten Banausen noch bekehren können. Ich meine, wenn Sie ihn mal so richtig individuell bekochen würden, ich wette, er wäre begeistert. Was meinen Sie mit individuell? Der Franz ist schwer herzkrank. Achtet aber leider überhaupt nicht auf seine Ernährung. Isst am liebsten alles, was fett ist und salzig. Oder eine Kombination aus beidem. Das Beste für ihn wäre ausgewählte Speisen, feine Zutaten, das Ganze dezent und sparsam gewürzt. Genau so ist es. Sie meinen, ich soll für Ihren Franz so eine Art Feinschmecker-Diät konzipieren? Wäre das möglich? Sterne-Schonkost für einen Ignoranten. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, das war wirklich ein ausgesprochen angenehmer Abend. Ja. Obwohl ich das Schlimmste befürchtet hatte. Ich meine, ein Empfang im Autohaus. Typisch Georg Friedrich. Steriler geht's wohl kaum. Wirklich? Also ich liebe Neuwagen. Dieser Geruch und das Leder. Ich finde, es gibt kaum etwas Aufregenderes. Also ich kann mir durchaus noch Aufregenderes vorstellen. Aber das Angenehmste am Abend war gewiss nicht der Geruch nach neuem Leder. Sondern? Als ob eine Frau wie Sie das nicht wüsste. Auf unseren alten Freund Georg Friedrich. Ohne dessen Autohaus wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt hätten. Frau von Heidenberg. Ah, hallo. Vater, du bist auch schon wieder da. Robert, wie geht es dir? Okay. Hätten Sie vielleicht eine Sekunde? Ich müsste ganz kurz was mit ihm besprechen. Tut mir leid, dass ich dich nicht eher begrüßt habe. Schon gut, ich bin es ja nicht anders gewohnt. Also ich glaube, daran bin ich schuld. Ich habe Ihren Vater aufgehalten mit Geschichten aus alten Zeiten.
Was wollten Sie denn mit mir besprechen? Der Snack. Für die Wanderung. Das gute alte Lunchpaket, ja? Ja, ich habe da etwas anderes vor. Und zwar besonders. Nein, nicht verraten. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Ihren Kochkünsten, da hätte ich große Lust, mich überraschen zu lassen. Sie doch sicher auch, oder? Leider muss ich mich für morgen entschuldigen. Diverse Termine, die ich nicht aufschieben kann. Ich hatte Frau von Heidenberg versprochen, Sie und Ihre Gäste auf einer Wanderung zu begleiten. Sie lassen sich auf Ihren Firmenjubiläum überraschen. Das hätte ich Sie gar nicht eingeschätzt. Sondern wie? Wie eine Frau, die gern alles unter Kontrolle hat. Nicht wahr? Ja, das ist auch normalerweise so, aber wenn ich mich in so kompetenten Händen weiß, dann... Robert wird Sie gewiss nicht enttäuschen. Das tut er nie, wenn es ums Kochen geht. Lunchpaket Surprise. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Noch so ein Sohn, auf den Sie sehr stolz sein können. So, 10, 20, 30. 23, 30 zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Habe ich mich jetzt auch nicht verrechnet? Bestimmt nicht. Du, Moment mal. Moment mal. Die hat mir 50 Euro gegeben und ich habe... Das habe ich gesehen. 20, 30, 40, 10... Ach ja, natürlich. Ich habe ja die großen Scheine gewechselt. Hast du denn irgendwas von Marie gehört? Ja. Sie ruft fast täglich an. Es geht ihr gut. Braves Mädchen, ganz im Gegensatz zu meiner. Du, Hildegard, ich möchte dich noch mal um einen Rat bitten. Wie du es hinkriegst, dass Laura und Tanja sich wieder versöhnen. Misch dich doch da nicht ein. Guck mal, das sind zwei erwachsene junge Frauen. Die müssen ihre Freundschaft selber wieder in den Griff kriegen. Aber ich merke doch genau, wie Tanja Laura vermisst. Hm. Und ihre Pralinen. Ihr Liebertsfrauen verkauft doch eure Seele für Lauras Pralinen. Und wenn ich noch mal was koche. Ich meine, letztes Mal war das ein ziemlicher Reinfall, aber es lag nicht am Essen. Das war super. Lass das mal mit dem Kochen. Da fällt uns bestimmt noch was Besseres ein. Das heißt, du hilfst mir? Ja. Aber nur unter einer Bedingung. Oh, oh. Viola, als ich heute den Franz unten am See getroffen habe, du hättest mal sehen sollen, was der für ein Picknick bei sich hatte. Ich meine, ganz heimlich natürlich. Nein. Viola, bitte. Alfons und ich, wir haben schon alles versucht. Ich weiß, er hat sich dir gegenüber sehr ungeschickt verhalten. Vergiss es. Aber guck mal, er ist doch Alfons bester Freund. Und er braucht dringend Hilfe. Nicht von mir. Tut mir leid. Du kannst doch so viele Pralinen haben, wie du willst. Das ist Erpressung. Viola, bitte. Bitte, hilf ihm nur ein bisschen. Auf dich hört er. Du hättest vielleicht einen Einfluss auf ihn. Und wenn du mir eine Tonne Pralinen schenkst, also mit dem Bierfass, dann gebe ich mich nicht ab. Apfelbrand in Mandelnougat. Da würde vielleicht auch ein Hauch Minze zu passen. Muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall muss ich für so eine richtig erfrischende Sommerpraline Edelbitterschokolade nehmen. Eisgekühlt? Oh ja, das kann lecker werden. Und Telepathie funktioniert doch. Gerade habe ich darüber nachgedacht, ob du noch andere Desserts kreieren kannst, außer diese fettversprühenden Delikatessen. Nichts gegen deine Kalorienbomben. Verstehe, du willst deinen Gästen Obstsalat servieren, ja? Du, ich kenne ein ganz tolles Rezept. Da macht man zum Obst dazu einfach Sahne, Butter, Schokostreusel und Eigelb. Ja. Vater ist wieder zurück. Ja, wie geht's ihm denn? Naja, jedenfalls scheint er sich prächtig zu amüsieren. Statt einen von uns zu begrüßen, hockt er mit dieser Frau von Heidenberg zusammen. Ja und? Du hättest die beiden mal sehen sollen. Das sah fast so aus, als ob sie... Robert, glaubst du nicht im Ernst? Werner hat Charlotte über alles geliebt. Er wird doch nicht so kurz nach ihrem Tod... Vielleicht kann er sich mit ihr einfach gut entspannen, weißt du, lenkt sich von seinem Kummer ab. Das konnte er schon immer sehr gut, sich entspannen, vor allem in der Nähe von einer schönen Frau. Hi. Hallo. Du bist wegen dem Wasserhahn da. Ja, welcher ist es? Der da. Au, au! Zeig mal hier. Das sieht tief aus. Mir abgerutscht.
Wo ist der Verbandskasten? Ja, der gehört in jede professionelle Küche. Kennt sich aber gut aus. Ja, anscheinend besser als du. Oh, das tut richtig weh. Kann ich mir vorstellen. Das müssen wir erstmal steril verbinden. Dann solltest du die Hand eine Weile hochhalten und still halten, nicht bewegen. Also zumindest bis morgen. Jawohl, Herr Doktor. Pass bloß auf, ich kontrolliere alles, was ich anordne. Ja, ich bin brav. Nee, geht ja gar nicht. Und das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du mal brav wärst. Viola hat mich um Hilfe gebeten. Sie hat einen Großauftrag in der Wäschekammer. Ich kann sie da nicht hängen lassen. Meinst du, die lässt auch Männer in ihre Wäschekammer? Würdest du? Nee, ich muss ja eh noch Schulden bei ihr abarbeiten. Außerdem kommt heute Abend nichts im Fernsehen. Das ist ja lieb. Ist das die neueste Methode, um Wasserhähne zu reparieren? Ah, der Chef höchst persönlich. Sie wissen doch bestimmt, was hier ein Pflaster gibt, oder? Ah. Nummer 3, Verbandskasten. Schnell. Zu dir wollte ich auch schon. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Na ja, ja. Ich weiß, es ist kein Trost. Aber ich vermisse sie auch. Manchmal denke ich, die vielen Jahre, in denen ich sie nicht gesehen habe. Oft vergingen Monate, da habe ich nicht mal an sie gedacht. Obwohl sie meine Schwester ist. Und jetzt auf einmal. Schon erstaunlich, wie uns die Dinge im Leben einholen. Wo wir achtlos gewesen sind. Was wir versäumt haben, bei uns selbst und bei anderen. Ein einziger Moment. Eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Das ganze Leben verändert sich. Du denkst an Alexander. Ich denke an nichts anderes. An ihn, an sie. An ihre lebenslange Lüge. Hast du dich entschieden, Alexander die Wahrheit zu sagen? Ich habe mich entschieden. Alfons Sonnenbichler mag ihn gezeugt haben, aber Alexander, er ist mein Sohn. Ich werde ihm nichts sagen. Wozu muss man dich eigentlich bügeln? Typisch Laken. Keine Antwort. Hallo, Mama. Was machst denn du hier? Fehlt in deiner neuen Wohnung noch Bettwäsche, oder? Ja, klar. Weißt du doch Bescheid, Junggesellenhaushalt und so. Ja, das ist wirklich sehr witzig. War nicht kaputt. Jetzt war, ich meine, im Ernst, was hast du denn da? Ja, ich bin nicht. Was war das jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Abgeschlossen. Hallo? Hallo! Hallo, was soll das? Ich will hier raus! Hey! Ich vermute, du hast dir das alles reiflich überlegt. Aber bist du auch sicher? Kann man jemals wirklich sicher sein? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was ist schon richtig? Jetzt lass doch mal die Allgemeinplätze. Entschuldige. Weißt du eigentlich, wie ähnlich du ihr manchmal bist? Lass doch die Allgemeinplätze. Charlotte hat mich am Ende auch immer erwischt, wenn ich mich irgendwie versucht habe, aus den Dingen rauszumogeln. Tust du das denn gerade? Aber du scheust davor zurück, Alexander die Wahrheit zu sagen, wer sein leiblicher Vater ist. Tja. Was bringt das schon nach all den Jahren? Du hast Angst, ihn auch noch zu verlieren?
Aber wenn er so an dir hängt wie du an ihm, und das tut er bestimmt, was soll sich denn an eurem Verhältnis ändern? Na, alles? Nichts. Sich nie einem Menschen anvertrauen zu können, das muss Charlotte sehr belastet haben. Trotzdem hat sie es für sich behalten. Aber deswegen musst du es doch nicht auch für dich behalten. Hast du eigentlich mal an die Konsequenzen für seine Ehe gedacht? Was hat das damit zu tun? Katharina ist und bleibt genauso meine Schwiegertochter wie Alexander mein Sohn. Aber hätte sich Alexander für Katharina entschieden, wenn er gewusst hätte, dass Laura nicht seine Schwester ist? Darauf willst du hinaus. Bitte. Versuch doch nicht, den Staub an den falschen Stellen aufzuwirbeln. Katharina und Alexander gehören zusammen. Sie haben so viel miteinander durchgemacht. Ja, bis hin zu ernsthaften Eheproblemen, ja. Was allerdings auch an seiner besonderen Beziehung zu Laura liegt, fürchte ich. Ach, Alexander würde doch nie mit seiner Schwester... Sie ist nicht seine Schwester. Was er zum Glück nicht weiß. Du willst also, dass dein Sohn, dass Alexander, den du liebst, in einer Ehe bleibt, die womöglich nur auf eine Lüge beruht und dadurch sich und seine Ehefrau todunglücklich macht. Ich kenne alle beide, ich kenne alle drei sehr genau und länger als du. Und sie liegen mir alle drei sehr am Herzen. Besonders Laura. Schließlich ist sie unbestreitbar, meine Tochter. Du willst also alles so lassen, wie es ist. Ja. Und ich bitte dich, lass die Sache auf sich beruhen. Voilà, Blattgemüse der Saison, dazu Sojasprossen mit Reis und ein hausgemachtes Ingwer-Chutney. Das muss eine Verwechslung sein. Also ich habe Hirschmetallions bestellt. Sind leider aus. Schade. Na gut, dann bringen Sie mir noch mal die Speisekarte. Wozu? Ja, wie du gerade gesagt hast, ich mein, das muss ja für jemand anders bestimmt sein. Ja, dann keine Speisekarte. Bringen Sie mir statt den Hirschmetallions einen Schweinebraten. So ein gediegenes Lokal wie das Ihre wird er wohl einen Schweinebraten auf der Karte haben. Es muss sich wohl um eine Verwechslung handeln. Meine Rede. Vielleicht ist es Ihnen nicht bekannt oder bewusst. Bewusst ist mir nur eines, dass ich Hirschmedaillons bestellt habe. Oder Schweinebraten. Also, bitte. Nichts gegen ein gutes bayerisches Gericht, aber nicht in meiner Küche. Ah, Ihre Küche. Also, Sie sind für das Hasenfutter, ich meine, Entschuldigung, für dieses Variationsdings da verantwortlich. Ich darf doch sehr bitten. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Jetzt lassen Sie mir den Schweinsbraten bringen und alles ist wieder in Ordnung. Schweinebraten. Leider nicht auf der Karte. Nein. Vielleicht eine Schweinehaxe. Wofür halten Sie mich? Kassler? Nein. Leider. Steak. Ein Restaurant Ihres Ranges hat doch sicherlich ein abgehangenes Stück Fleisch vorrätig. Ja, Herrschaft, Zeiten, wo bin ich denn da? Was halten Sie denn? Immer langsam. Und nicht vergessen, schön aufessen, langsam kauen und anschließend viel Wasser trinken. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, ich bin. Zum Wohl. Also, wenn wir schon mal hier eingesperrt sind, kannst du mir vielleicht mal erklären, was du in der Wäsche meiner Mutter rumzuschnüffeln hast? Das würde ich mich nicht trauen. Ja genau, mach dich nur lustig über mich. Was anderes kannst du ja wohl nicht, oder? Wahrscheinlich findest du das hier auch alles noch wahnsinnig witzig. Was sag ich denn du, ihr da alle zusammen? Komm, ich reg dich nicht so auf. Macht Spaß, Tanja zu ärgern, oder? Die kleine, blöde, naive Tanja. Mich würde dir schwer interessieren, wer diesen Plan ausgeheckt hat, dich mit mir in ein Zimmer einzusperren. Was ist du oder meine Mutter oder... Ich weiß nichts von dem Plan. Ich weiß nur, dass Laura... Ach, eigentlich... wie konnte ich das vergessen? Die Schokoprinzessin, die zu allen ja ach so nett ist, ist ja klar, dass sie dahinter steckt. Komm, jetzt hör mal auf. Ja. Du steigerst dich da in was rein. Ach, tatsächlich? Dann verrat mir doch mal bitte, warum meine Mutter mich gebeten hatte, ihr heute hier zu helfen und sie ist gar nicht da. Du bist da! Viola hat dich hergebeten und Laura. Weil Laura vertrete ich nämlich. Wie jetzt? Na, ist doch ganz einfach. Viola hat dich um Hilfe gebeten und Laura. Laura kann aber nicht, weil sie sich den Finger geschnitten hat. Ich vertrete sie, zack, jetzt sind wir beide hier. Viola wollte offensichtlich dich und Laura verkuppeln. Also, das ist
nicht wahr hier. Du, ich kann schon verstehen, dass du mich nicht mehr sehen willst, aber den Trick mit dem Unsichtbar machen, den habe ich noch nie so richtig drauf. Ja, dann fang halt schon mal an zu üben. Hm. Ja. Oder mach halt die Tür auf. Mit oder ohne Trick. Wie war dein Tag? Ja, frag nicht. Ich habe gerade an deine Eltern gedacht. Ja? Glaubst du, dass sie trotz ihrer Probleme eine glückliche Ehe hatten? Ich denke schon. Ich möchte gern schlafen, ich bin müde. Gute Nacht. Bis morgen. Und wir? Haben wir eine gute Ehe? Bitte? Naja, wir haben schon so viel gemeinsam durchgemacht. Ja, eben. Beantwortet das nicht deine Frage? Was meinst du? Also die Sache mit dem Kind. Jetzt ist es schon eine Sache. Entschuldige, was wolltest du sagen? Ich weiß, dass ich das belaste, Katharina. Hm? Und dich? Belastet dich es nicht? Lass uns bitte schlafen, ja? Wir haben morgen den ganzen Tag Zeit zum Reden. Wir reden immer nur über mich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir gar nicht mehr sagen willst, wie es dir geht. Was du denkst und was du fühlst. Das ist doch Blödsinn. Es stimmt doch gar nicht. Doch. Doch, Alexander, du weichst mir aus. Ich frage dich etwas und du antwortest mir nicht mal. Geschweige denn, dass du es von selber anfängst. Was soll ich denn anfangen? Es gibt nichts zu sagen. Also, ach. Wirklich nicht? Katharina, ich weiß nicht, was du hast. Wirklich. Ich tue doch alles, was du willst. Weißt du was? Für dich tue ich es gern, mein Schatz. Hm? Und jetzt schlaf. Gute Nacht. Ich liebe dich. Alexander? Ja? Wegen morgen. Wegen dieser Untersuchung. Ja, was ist damit? Von mir aus musst du sie nicht machen. Was? Was ist los mit dir? Ich will doch nur, dass wir glücklich sind. Schatz, ich verstehe das nicht wirklich. Die ganze Zeit liegst du mir damit in den Ohren und jetzt plötzlich ist es dir egal, ob ich das mache oder nicht? Das steht doch außer Frage, dass wir glücklich werden. Mach dir nicht so viele Gedanken, das wird schon alles gut. Wir fahren morgen nach München, ich mache diesen Test und dann genießen wir den Rest des Tages. Hm? Jetzt schlafen wir ein bisschen. Ja? Hallo. Ist da jemand? Ja, ja. Ja, was ist denn das? Ja, wen haben wir denn da? Ja. Da ist er ja. Ein Brachkerl. In Ruhe essen kann. Glaubt das mal nicht? Ach Mist, also. Du, mit oder ohne Trick, das geht nicht. Tanja. Tanja. Was?
Ja, los, beschimpf mich, dann habe ich's hinter mir. Weswegen denn jetzt? Sag mal, pennst du oder was? Also entweder das Schloss ist einbruchsicher oder ich bin der totale Versager. Dann würde ich mal auf Letzteres tippen. Ja, das klingt schon wieder eher nach Tanja. Ach Gott. Mal, was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns eben irgendwas anderes einfallen lassen, wie wir rauskommen. Entschuldige, wieso höre ich denn wir? Du bist doch der Mann. Ja, aber der Mann hat gerade kläglich versagt. Jetzt ist die Frau dran. Ja, ist doch ganz einfach. Ruf mir halt meine Mutter an. Du rufst meine Mutter an, weil ich flipp aus. Ja, gute Idee. Also. Gut. Ja, was denn? Ja, wenn du mir dein Handy gibst, kann ich sie anrufen. Ja, nein, meine Karte ist leer. Es muss halt auf deine Rechnung gehen. Entschuldige auch. Also so teuer ist es jetzt nicht. Willst du mir jetzt etwa sagen... Mein Handy wird gerade aufgeladen. Bei mir zu Hause. Toll. Bist du eigentlich zu irgendwas nütze? Ja, sag ich doch. Der totale Versager. Naja, dann herzlich willkommen in unserer exklusiven Wäschesuite. Katharina! Guten Morgen. Morgen. Was ist mit dir los? Na? Hast du schlecht geschlafen? Wie kommst du bloß darauf? Du bist nervös wegen des Tests, habe ich recht. Findest du das nicht ein bisschen unfair? Geht schließlich um meinen Test. Soll festgestellt werden, ob ich zeugungsfähig bin. Hey, Schatz, du hast das doch schon hinter dir. Und das mit positivem Ergebnis. Also. Tja, ich mach mich jetzt mal genauso schön wie du. Wenn das überhaupt möglich ist. Hey, wir fahren nach München. Ich mach diesen blöden Test und dann genießen wir den Rest des Tages, ja? Ich kann doch nicht mitkommen. Bitte? Was soll denn das jetzt? Du weißt doch, dieser Künstler, der demnächst bei mir ausstellen will. Wir müssen dringend telefonieren und ich erreiche ihn nur heute Morgen. Das ist doch kein Problem, nimm dein Handy mit. Nein, ich brauche die nötige Konzentration und meine Unterlagen. Ich dachte, du willst unbedingt mitkommen, aber gut. Wenn du nicht kannst. Es tut mir leid, ein andermal, ja? Wie du meinst. Familiendrama in der Eifel. Mann sperrt Ehefrau 2 Tage im Badezimmer ein. Na sowas. Ich hab vergessen, Laura und Tanja rauszuholen. Hast du noch Kaffee da? Ich wollte von der Arbeit noch mal zu den Pferden. Was machst du denn hier? Wohnen. Kaffee trinken. Ah, ich dachte, du bist in der Wäschekammer. Gestern. Das tut mir total leid. Ich habe mich in den Finger geschnitten. Hm. Ich hoffe, meine Vertretung war würdig. Vertretung? Christian, er hat gesagt... Sag bloß, er ist nicht gekommen. Christian? Oh Gott, das Lied. Thank you.
Morgen. Was ist denn hier los? Ich hätte wohl erst anklopfen sollen. Naja, ich kann in 5 Minuten ja noch mal wiederkommen. Nein, 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 das ist gar nicht so, wie Sie denken, ja, Frau Sambichler. Ich denke, dass ihr hier geschlafen habt, weil ihr eingeschlossen wurdet. Ja, genau, dann ist es doch so, wie Sie denken. Was war denn das jetzt? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Was auch immer hier los war, ich weiß nur eins. Bequem war es nicht. Es ist immer so schön friedlich. Ich sollte einfach einen Stall ziehen. Laura? Die in der Küche haben mir gesagt, dass du oft vor der Arbeit noch hierher kommst. Warum hast du mich gesucht? Naja, ich habe dich nicht direkt gesucht. Es gibt doch gar nichts Bestimmtes. Na los, sag schon. Kann ich dir eine offene Frage stellen? Du weißt doch vielleicht, dass Alexander und ich, dass wir darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen. Mhm. So sehr wir uns das auch wünschen, es scheint einfach nicht, naja, die Natur will wohl noch nicht so wie wir. Und du kennst doch Alexander auch gut. Da wollte ich dich fragen, naja, was du dazu sagst. Wozu? Naja, bei Frauen ist das klar. Frauen wollen irgendwann mal Mutter werden, aber bei Männern da... Willst du jetzt von mir wissen, ob Alexander ein Kind von dir will? Naja, ja. Also ehrlich gesagt, ich meine, Alexander ist mein Bruder, ja, aber... Weißt du was? Ich denke, das geht mich gar nichts an. Also das geht wirklich in allererster Linie nur euch beide was an. Ja, tut mir leid. Mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen. Also viel Glück. Ich gehe an die Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, was du mir angetan hast mit deiner idiotischen Aktion. Es tut mir wirklich total leid. Es tut mir wirklich total leid. Ich war die ganze Nacht mit Christian in einem Raum eingesperrt. Ich hab gedacht, ich muss sterben. Du bist echt geschlagen von deiner dummen Mutter. Wenn du es glaubst, dass du mich auf diese Art weichkochen kannst. Gell? Bestimmt nicht. Du hast wirklich jedes Recht, sauer auf mich zu sein. Sauer? Sauer ist überhaupt gar kein Ausdruck, Mama. Glaub mir doch, ich wollte wirklich, dass Laura und du, dass ihr euch einfach irgendwie wieder vertragt. Ich hab's wirklich gut gemeint. Gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Mein Gott, jetzt pass halt auf. Wahnsinn. Jetzt schrei mich nicht an, bitte. Schrei mich nicht an, bitte. Du brauchst mich um überhaupt gar nichts mehr bitten, ja? Weißt du, ich habe einiges falsch gemacht, aber ich muss mich nicht von meiner Tochter so abkanzeln lassen. Ich weiß es einfach nicht. Darf ich jetzt bitte einfach in Ruhe frühstücken? Bitte! Was ist denn? Ich warte. Ja, worauf denn? Was guckst du mich jetzt auch so an? Das nervt mich. Ich warte darauf, dass du dich abregst und wir uns wieder vernünftig unterhalten können. Ich sag dir jetzt mal was, darauf kannst du warten, bis du schwarz wirst. Ich will mich mit dir überhaupt gar nicht mehr unterhalten, weder vernünftig noch sonst irgendwie. Tanne, jetzt bleib hier! Hallo.
Du strahlst ja richtig. Mhm. Ich habe auch allen Grund dazu. Der Test? Ja, gute Nachrichten. Ist alles in Ordnung bei mir. Ich bin absolut zeugungsfähig. Na dann mal los. Ich meine, das ist schön. Sieht nicht aus, als würdest du dich freuen. Doch, doch, natürlich freue ich mich. Ist das für mich? Ja, ja, bitte, hier. Pack's aus. Wie war dein Telefonat? Welches Telefonat? Mit dem Maler. Ach so. Sehr gut. Sehr konstruktiv. Das ist wirklich schön. Für die Mutter meiner Kinder. Es könnte gut sein. Ich meine, ich glaube, ich habe meinen Eisprung. Du willst gar nicht, nicht wahr? Was? Sei doch wenigstens ehrlich. Du willst kein Kind mit mir. Du bist bloß zu feig, es zuzugeben. Katharina, komm. Das ist doch. Das setzt mich unter Druck. Das ist Quatsch. Das weißt du genau. Brauchst du gar nicht aufregen. Ich habe auch eine Neuigkeit für dich. Ich will gar kein Kind mehr mit dir. Genauso wenig wie du mit mir. Bist du jetzt zufrieden? Beiden sehen sollen, wie zwei zerrupfte Hühner. Ja, ich find's nicht so komisch, wenn sich's Personal in der Wäschekammer vergnügt. Ach, das haben die doch gar nicht. Da ist überhaupt nichts passiert. Im Gegenteil. Und wenn ich Viola richtig verstanden habe, dann ist das ja das Problem. Ja, ich sag ja, die jungen Männer heutzutage wissen überhaupt nicht mehr, was sich gehört. Voll. Na was? Frühlingsgefühle. Ach, wie nett. Guten Morgen. Guten Morgen, Franz. Hast du gut geschlafen? Ja. Trotz leeren Magens. Oder vielleicht gerade deswegen. War sehr schlimm. Was? Das Hasenfutter, das mir euer Küchenchef serviert hat, oder dass mein bester Freund ein Verräter ist? Beides? Ist schon vergessen von Sie. Ich weiß ja, dass du das gut meinst. Außerdem bin ich froh, dass du dich um mich und meinen Kameraden kümmerst. Gut. Wird jetzt mein Gesundheitsprogramm mit dem Spaziergang an frischer Luft ergänzen. Würde euch beiden übrigens auch ganz gut tun. Katharina, warte mal. Katharina, bleib doch mal stehen. Lass mich. Was soll das, hä? Was knallst du mir das an den Kopf und haust einfach ab? Du willst doch sonst über alles reden. Warum jetzt plötzlich nicht? Ich verstehe dich nicht. Wirklich, so kenne ich dich nicht, Katharina. Ja, du kennst mich nicht. Und ich interessiere dich auch überhaupt nicht. Das ist doch völliger Quatsch, das weißt du. Ich interessiert nur eine einzige Frau auf dieser Welt. Bitte? Und komm jetzt bloß nicht mit einem deiner Sprüche. Du redest viel lieber mit Laura als mit mir. Mit Laura? Ich habe euch gehört, wie ihr über mich gesprochen habt. Ich bedränge dich und du bist ja gar nicht sicher, ob du Kinder mit mir willst. Du hast uns belauscht. Wie kannst du nur so was Intimes, das nur uns beide was angeht, mit irgendjemand anderem besprechen? Das ist meine Schwester, ach, Katharina. Ja. Ich muss doch mit irgendjemandem reden können über so Sachen. Mit irgendjemandem? Wir reden über Laura. Ich will auf ihren Rat nicht verzichten. Laura ist mir wichtig, verstehst du? Hey, hör zu. Was passiert ist, ist passiert. Ja, aber das ist jetzt vorbei. Laura und ich, wir haben jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Du lügst und das weißt du ganz genau. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt. Das zwischen dir und Laura. Das ist der Grund, warum du keine Kinder mit mir willst. Weißt du was? Ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft. Ja? Sagst du mir Bescheid, wenn du dich beruhigt hast?
Also erstens wusste ich ja wohl nicht, dass Viola Tanja da auch hinbestellt hat. Ja. Und zweitens, ich komme ja nicht auf die Idee, dass sie euch da, also dass sie uns, dass sie Tanja und mich da einschließen will. Und drittens ist das alles viel zu kompliziert. Oder wolltest du Tanja und mich jetzt doch noch verkuppeln? Ich würde Tanja doch sowas nie antun. Ach, du würdest Tanja mich also nie antun? So meinte ich das doch überhaupt nicht. Du weißt ganz genau, was ich sagen wollte. Ja, ich gehe dann mal wieder zur Arbeit. Darf ich? Laura, hast du eine Minute Zeit für mich? Klar. Bitte, komm. Es geht um Folgendes. Ich hätte gerade einen Riesenstreit mit Katharina. Sie hat unser Gespräch mitbekommen wegen der Kinder. Ach, deshalb? Was, deshalb? Na, sie wollte mit mir über dich sprechen und war dabei vollkommen durcheinander. Ja, sie ist total verunsichert. Also, weil wir uns noch so gut verstehen. Und jetzt stellt sie alles in Frage. Wie alles? Alles, alles. Unsere Ehe, unsere Liebe, alles einfach. Ich weiß auch nicht. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte mir nur klar werden, ob und wann ich Kinder haben will. Ich weiß doch nicht. Das konntest du wirklich nicht ahnen. Ich weiß es nicht. Ich habe echt Angst, sie zu verlieren. Warte mal, Katharina. Bitte, das kann doch jetzt nicht ewig so weitergehen mit uns. Ja. Da hast du allerdings recht. Hör mal, du darfst das nicht falsch verstehen, wenn Alexander sich mir anvertraut. Ich weiß. Brüderchen und Schwesterchen. Ihr seid blutsverwandt. Was muss denn noch alles passieren, damit du dich nicht mehr zwischen uns drängst? Das tue ich doch überhaupt nicht. Ach nein? Und warum sagst du mir doch nicht klipp und klar, worüber ihr hinter meinem Rücken gesprochen habt? Du, wenn Alexander zu mir kommt und sich mir anvertraut, dann laufe ich doch nicht rum und erzähle das weiter. Aber ich bin seine Frau. Was du immer wieder gern vergisst, scheint mir. Das ist Unsinn. Du würdest dich doch freuen, wenn wir uns trennen. Dann hättest du ihn endlich wieder für dich ganz alleine. Du bist ja verrückt. Nee, Moment, hör mal. Alexander und ich, wir haben es dir wirklich nicht leicht gemacht, ja, das gebe ich ja zu. Aber du kannst jetzt nicht... Ach, du bist eine Heuchlerin. Du willst doch nur unsere Ehe kaputt machen und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Warum denn? Weil du ihn liebst. Gib's doch zu. Du liebst Alexander immer noch. Hör zu, ich möchte mich nicht mehr einmischen in deine und Katharinas Probleme. Lass mich in Zukunft da raus, ja? Alfons, du musst mir einen Gefallen tun. Ja, gern, wenn ich kann. Könntest du mir vielleicht mal nur, wenn das möglich ist, den Dienstplan von der Wäschefee besorgen? Ich brauche unbedingt wieder eine Aufgabe, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Weiß ich aber wirklich nicht, was ich für dich tun kann. Ich möchte wieder in die Hotelleitung. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Mit seiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Was haben Sie denn sonst noch so für Spezialitäten? Wenn Sie öfter hier essen würden, dann könnten Sie es herausfinden. Hm.